Der Porsche Carrera Cup auf der Zielgeraden der Saison 2020. An diesem Wochenende fallen in Oschersleben die letzten Entscheidungen in Deutschlands schnellstem Markenpokal. Bevor am Sonntag alle Titelträger feststehen, schauen wir noch einmal zurück auf das vorletzte Rennwochenende am Lausitzring. Hier gab es unter anderem Sensationssieger und die ersten Titelträger zu feiern. Los geht's! Carlos Rivas ist der erste Meister der Carrera Cup Saison 2020. Der Luxemburger sicherte sich in der Lausitz bereits 3 Rennen vor Schluss den Titel in der Pro-Am-Wertung und wiederholte damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr, als er ebenfalls Meister bei den Amateurfahrern wurde. 8-mal holte er dieses Jahr Platz 1, 1-mal wurde er Zweiter, eine fast perfekte Ausbeute. Ich bin ganz froh, wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich im Moment so, als hätte ich eine Windel an, aber eine Champagnerwindel, aber alles gut. Der Lausitzring ersetzte Corona-bedingt die ursprünglich am gleichen Datum auf dem Circuit Zandvoort geplanten Läufe. Das Wetter kalt und regnerisch, die Bedingungen alles andere als einfach. Wasser von oben, von der Seite und von unten. Die Fahrer hatten zu kämpfen. Oberste Prämisse, auf der Strecke bleiben. Eine Herausforderung besonders für diejenigen, die den Motorsport im Nebenberuf betreiben. Die Pro-Am-Fahrer. Im normalen Leben sind sie Geschäftsleute, am Wochenende Rennfahrer. Mit 485 PS, aber ohne Traktionskontrolle, ohne ABS. Carlos Rivas kam mehr oder weniger fehlerfrei durchs Wochenende. Der 43-Jährige stellt uns die 4,6 Kilometer lange Strecke mal aus der Fahrerperspektive vor. Herzlich willkommen auf der Rennstrecke am Lausitzring. Wir fangen jetzt an. Wir sehen, es sind schwierige Bedingungen, es regnet. Und hier sind wir schon Start-Ziel. Wir müssen aufpassen auf Aquaplaning, also aufpassen, welche Linie man wählt. Relativ mittig anbremsen, damit die Räder nicht blockieren. Schön sanft ans Gas hier und trotzdem die Ideallinie wählen, aber immer eng bleiben und sanft mit dem Gas spielen. Und hier relativ spät einlenken, damit das Auto schön dreht. Und hier beim Rausbeschleunigen, da das Auto immer ein bisschen hier auf der Kuppe versetzt, versuchen so gerade wie möglich aufs Gas zu gehen. Dann hat man wieder die Gegengerade und da versucht man dann natürlich wieder, wenn man da Highspeed hat, mittig anzubremsen, damit man Lockup verhindert und fährt hier schön rein. Aufpassen hier rechts, den Körper ein bisschen mitnehmen, schnell am Gas sein und hier ein bisschen V-Style fahren, damit man das Auto auch hier drehen kann und früh am Gas sein kann, damit die Traktion gewährleistet ist. Und hier hat man wieder eine relative schnelle Passage, wo man anbremst und trotzdem viel Speed oder so viel Speed wie möglich mitnehmen soll. Schön außen fahren, wo ein bisschen mehr Grip ist und dann die Linie kreuzen, die Ideallinie kreuzen und versuchen so früh wie möglich auch wieder da am Gas zu sein. Und hier wieder anbremsen mittig und aufpassen, weil hier ist es sehr schmierig, ist sehr. Da muss man sehr aufpassen, wenn man hier aufs Gas geht. Wir sehen, das Auto versetzt ein bisschen beim Gas geben. Und hier muss man aufpassen, auch mittig bremsen, weil da ist sehr viel Gummi. Man fährt die normalerweise sehr eng. Hier versucht man so weit wie möglich außen zu fahren. Hier auch, damit man früh am Gas ist und viel Speed mitnehmen kann. Dann wird das noch ein bisschen vorsichtiger auf dem Gas hier. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auf Startziel. Ja, das war eine Runde mit Carlos Rivas am Lausitzring. Schnellster Amateur in der Qualifikation, dazu 2 Lausitz-Laufsiege. Carlos Rivas, der verdiente Pro-Am-Champion 2020. Die Konkurrenz, wie hier Matthias Jeserich, hat das Nachsehen, eliminiert sich sogar gegenseitig. Stefan Rehkopf, der Übeltäter. Der Dritte in der Tabelle dreht den Zweiten. Beide können zunächst weiterfahren.
Heute, glaube ich, war eher so ein Tag, wo man versuchen musste, grobe Fehler zu vermeiden. Das ist mir gelungen. Mein Konkurrent hat einen gemacht. Ich konnte ihn überholen auf der Strecke. Er kam wieder zurück, blieb dann vor ihm. Leider gab es dann einen Rammstoß. Da hat er, glaube ich, eine Lücke gesehen, die ich nicht gelassen hatte. Als wir dann ausgelaufen sind auf dem langsameren, ist er relativ weit außen gewesen. Er kam nicht rein, weil er ein bisschen zu schnell war. Habe ich genutzt, bin in die Lücke rein und dann kam er von draußen zurück. Er hat mich mit Sicherheit nicht gesehen. Ja? Und dann sind wir kollidiert, dann war es vorbei. Der Huber-Elfer von Rehkopf schafft es zwar noch weit rund zur Box, dort war jedoch vorzeitig Schluss. Dieses Auto wäre so sicher nichts mehr für den PS-Speicher. Im niedersächsischen Einbeck hat sein Vater Karl-Heinz die gleichnamige Erlebnisausstellung gebaut. Auf 3.800 Quadratmetern beherbergt sie die größte Sammlung historischer Fahrzeuge Europas. Ich habe mir jemand ausgerechnet, dass es eigentlich ganz einfach ist, so eine Sammlung auf die Beine zu stellen. Man muss nur mindestens 84 Jahre alt werden und jede Woche ein Fahrzeug kaufen. Ja, dann kommt man und keins mehr verkaufen. Dann kommt man am Ende auf die Zahl der Exponate, die hier ausgestellt sind. Es sind mehr als 2.500. Die Sammlung gibt einen Überblick über die Entwicklung des Automobils, bietet viele Raritäten und Kuriositäten aus der Mobilitätsgeschichte. PS-starke Rennfahrzeuge hatte der Herr Papa übrigens zunächst nicht auf dem Schirm. Den Zugang zum Motorsport, den habe ich tatsächlich ihm gebracht. Und zwar hatte ich also meinen ersten Donkerford gekauft, habe das aber mich nicht getraut, in der Familie zu kommunizieren, weil ich Angst hatte, dass ich den Stempel aufgedrückt bekomme, dass ich verrückt sei. Und hatte dann mich eingeschrieben für die erste Trackday-Saison von Donkerford. Und ich konnte an einem Termin nicht teilnehmen und habe dann beide gefragt, also wenn sie Lust hätten, könnten sie diesen Termin gerne für mich wahrnehmen. Das haben sie dann auch beide gemacht und mein Vater war derartig davon begeistert, dass er sich dann danach sofort ein eigenes Rennauto gekauft hat, auch einen Donkerford. Und wir dann zusammen den Donkerford Cup tatsächlich gefahren sind. Mit diesem Auto sind wir in Hockenheim die 1000 Meilen gefahren und haben unsere Klasse gewonnen. So begann mit 35 die Motorsportkarriere von Stefan Rehkopf. Es folgten Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife und der Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Seit 2017 fährt Rehkopf im Carrera Cup Deutschland. Als erstes reines Amateurteam, Sito Preziosa, hatte man sich viel vorgenommen, kam aber schnell auf den Boden der Tatsachen an. Wir dachten natürlich, 10 Jahre, 15 Jahre Nordschleife fährst, bist ein erfahrener Rennfahrer und kannst dich gleich im Mittelfeld wahrscheinlich platzieren. Ja. Dem war natürlich nicht so. Wir bekamen natürlich dann in der ersten Saison im Carrera Cup ordentlich den Arsch versohlt und fuhren dann natürlich das erste Jahr überwiegend am Ende des Feldes umher. Wir trieben also alle fleißig vor uns her. Letztes Jahr wechselte der 57-Jährige zu Huber Racing, wurde kontinuierlich besser und kämpfte bis zum Schluss um den Titel in der Amateurwertung. Erst am letzten Rennwochenende sicherte sich Konkurrent Carlos Rivas die Meisterschaft. Für Rehkopf bedeuten die Renneinsätze dennoch immer wieder eine wundervolle Abwechslung vom Berufsalltag. Dieser Kribbel, du lässt den Wagen das erste Mal an, ja, hast dich vorher angezogen, ziehst die Gurte nochmal nach, fährst aus der Boxengasse raus und trittst das erste Mal aufs Gaspedal. Das ist unbeschreiblich. Wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, das auch die Profis im Carrera Cup zu schätzen wissen. Der Titelkampf um die Gesamtwertung spitzte sich am Lausitzring noch einmal zu. Hier die Highlights. Und wir starten mit Larry Ten Forde vorne links auf dem Platz des Trainingsschnellsten auf der Pole Position. Aber der erwischt nicht den besten Start, ganz im Gegensatz zu seinem Landsmann, zu Rüdi van Buren, der aus der zweiten Reihe heraus mit einem Raketenmanöver ohne jeglichen Wheelspin auf und davon fährt und die Führung übernimmt. Wie geht's? Stefan Rehkopf fährt hinter dem designierten Titelkandidaten, hinter Carlos Rivas, im Augenblick auf der zweiten Position im Pro-Am-Championat. Und ein Niederländer rutscht raus, nämlich dann Van Kuyk aus der Mannschaft von GP Elite, die Startnummer 16. Aber vorneweg, da wird die Flagge Hollands hochgehalten, nämlich von Rüdi van Buren und Larry ten Forde auf Rang 2. Dahinter der Zweikampf zwischen Diego Bertonelli, Italien, und Dylan Pereira, dem Sportsoldaten aus Luxemburg. So geht's hier ins Infield hinein. Bertonelli auf 3, aber dann kommt die Attacke von Pereira.
Und da geht er längsseits und vorneweg ist alles noch gut und ordentlich mit Rudi van Buren mit diesem Simracer vor Larry ten Forde. Dann jetzt der Luxemburger neu auf 3 vor dem Italiener auf der 4. Position. Julian Hanses unmittelbar dahinter, das ist der Teamkollege von Pereira. Und der attackiert jetzt seinerseits Diego Bertonelli. Beide fahren ja im Talentpool des Porsche Carrera Cup Deutschland. Spitze. Larry ten Forde, erste Attacke, der erfahrene Mann auf den Neuzugang in den Carrera Cup, nämlich auf Rudi van Buren. Da kann er sich durchsetzen oder, nee. Da kommt Rudi van Buren wieder zurück, macht das ganz, ganz hervorragend, behauptet weiterhin die Führung. Gegen den zweiten in der Meisterschaftstabelle, der allerdings Attacke auf Attacke vorträgt auf seinen Landsmann. Und dann geht sie auf die Gegengerade. Da gibt es ein Beschleunigungsduell. Und das könnte jetzt gegebenenfalls die Chance sein, für Larry ten Forde innen vorbeizuziehen. Er ist definitiv auf der günstigeren Linie. Und das zieht er dann auch durch. Und damit übernimmt ten Forde die Führung. Ex-Simracer van Buren hat in seiner ersten vollen Carrera-Cup-Saison das Nachsehen gegen keinen geringeren als den aktuellen Supercup-Champion ten Forde. Als er hinter mir war, wusste ich schon, dass ich ihn nicht lange aufhalten kann und kaum eine Chance auf Platz 1 habe. Ich habe mich zwar gewehrt, aber nicht so, dass wir uns hätten berühren können oder ähnliches. Weiter geht's. Wir schauen nach hinten über das Heck vom Elfer von Rudi van Buren. Ein zweiter Platz wäre auch noch eine kleine Sensation, aber hier gleitet dem 28-Jährigen aus Ladystadt der erste Pokal im Real Racing aus den Händen. Statt der knallenden Sektkorken gibt's Kies für ihn, und zwar bis zum Abwinken. Ich habe mir das Ganze noch nicht im Video oder in den Daten angesehen. Keine Ahnung, ob da etwas beim Runterschalten nicht gepasst hat oder eine Bodenwelle. Ich bin nicht schneller in die Kurve reingefahren als Larry, hatte dann plötzlich ein kurzes Übersteuern, habe die weiße Linie berührt und das war's. Dabei habe ich auch noch meinen Splitter verloren. Das macht im Regen vielleicht nicht so viel aus, aber ein wenig Untersteuern hat man dann schon. Alles, was höher ist als dritter Gang, ja, ich konnte das Ding nur noch nach Hause bringen. Schade für ihn, denn es war eine sehr, sehr starke Anfangsphase und sein Landsmann Dan van Kuik, der rutscht in einen zweiten Dreher hinein. Ganz schwierige Bedingungen hier am Samstag, auch für Joey Mawson, übrigens der Einzige im kompletten Starterfeld mit profillosen Reifen, also mit Slicks. Er hatte auf eine abtrocknende Fahrbahn und auf wärmere Temperaturen gehofft. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, hilflos rutschte er einher. Am Ende gibt er entnervt auf, ganz im Gegensatz zu Larry ten Forde, der sich den souveränen Laufsieg holt und das in aller Deutlichkeit. Denn hinter dem Niederländer kommt erstmal 12 Sekunden gar nichts. Dann Pereira und weitere 5 Sekunden später rettet Bertonelli seinen dritten Platz gegenüber Hanses über die Ziellinie. Um ehrlich zu sein, hatte ich etwas mehr erwartet. Das Rennen war eine echte Herausforderung. Ich hatte eine Berührung zu Beginn und dann war das Lenkrad ein wenig krumm, sodass ich beim Linkskurvenfahren Schwierigkeiten hatte. Letztlich bin ich froh, dass ich durchfahren konnte, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre. Ich bin zufrieden. Mit seinem dritten Saisonsieg verkürzt ten Forde den Rückstand in der Meisterschaft um 5 Zähler. Liegt jetzt nur noch 3 Punkte hinter Pereira, sehr zur Freude auch von seiner Mannschaft. Rund um den Herrn hier links im Bild, Christoph Huber. Die Strecke war ganz schwer zu fahren, war viel rutschig, war sehr schmierig, aber ich habe mich wohlgefühlt. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wirft der Tabellenführer in der Lausitz den Titel weg? Das war nicht mein Wochenende. Bis gleich. Willkommen zurück mit einer Schlammschlacht vom Feinsten. Willkommen zurück zum Porsche Carrera Cup mit einem Rückblick auf das letzte Rennwochenende auf dem Lausitzring, bevor morgen dann das große Finale in Oschersleben ausgetragen wird. Hier Lauf 2 in der Lausitz. Start ist freigegeben. Wieder mit einem Bombenstart. Diesmal allerdings sogar aus der dritten Reihe, vorgetragen von Laurin Heinrich, der vorbeigeht an Rudi van Buren und sofort ins Führungsgeschehen eingreift. Bertonelli geht geradeaus in den Notausgang und Heinrich biegt als Führender ins Infield ein. Ich habe natürlich erstmal mich auf mich konzentriert, dass ich keinen Wheelspin habe, aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich einen Granatenstart hatte und dann eben musste ich nur noch den anderen Autos ausweichen, um nach vorne zu kommen. Ein absoluter Traumstart beschert ihm die Rennführung vor Larry ten Forde,
dem Mann, der um die Tabellenführung kämpft, und der Teamkollege Leon Köhler und Diego Martinelli auf seinem Weg durch den Notausgang hindurch. Kommt dann über die Ovalrunde wieder zurück. Die ist ein bisschen kürzer. Der hat sogar die Führung, muss sich allerdings jetzt zurückfallen lassen, bis auf den Platz, den er vorher inne hatte. Ansonsten würde eine Sportstrafe drohen. Also Lauren Heinrich, dann Larry Tenforde und auch Leon Köhler geht noch am Italiener aus dem Schweizer Rennstall vorbei. Und dann ist es Rüdi van Buren und erst dahinter tauchen die beiden Ferch-Autos auf. Also unter anderem Dylan Pereira, der aktuelle Tabellenführer. Gewaltige Wasserwolken. Auf dem Lausitzring extrem rutschige Fahrbahn, ganz, ganz schwierige Bedingungen. Das ist so ein bisschen wie der Tanz auf Glatteis. Larry Tenforde, dem wird das ein wenig zum Verhängnis. Der rutscht nach außen raus, kommt aber wieder rein. Also keine direkte Chance für Leon Köhler vorbeizugehen und damit zu einer Doppelführung zu fahren für die Mannschaft von Michael Budde, für das Team T3 HRT Motorsport. Aber hier könnte es funktionieren. Da hat er das bessere Ende für sich. Zieht die Nummer durch. Und damit sind die beiden Teamkollegen an der Spitze in der Reihenfolge. Lauren Heinrich im ersten Jahr im Porsche Carrera Cup und Leon Köhler im zweiten. Über dieses leichte Banking zurück zu Start und Ziel. Und egal wohin man schaut, überall diese gewaltigen Gischtwolken, die aufsteigen. Und dann rutscht einer raus, extrem rutschig und extrem schwierig dann auch in den Auslaufzonen wieder zurückzukommen auf den Kurs. Das ist das Auto von Kai van Berlo. Also im weitestgehenden Sinne der Teamkollege von Larry Tenforde aus der Mannschaft von Christoph Huber. Hangelt sich zurück, allerdings ganz am Ende des Feldes, sehr viel weiter vorne. Da waren nach wie vor die beiden Teamkollegen auf den Plätzen 1 und 2. Mit Heinrich und mit Köhler und dann Katastrophe rund um Dylan Pereira, der rausrutscht und dann sogar hilflos feststeckt im Rasen. Und wie schon im diesjährigen Porsche Supercup, droht ihm die Meisterschaft auf den letzten Metern in Richtung Holland zu entgleiten. Es war nicht mal zu spät. Ich habe schon am Scheitelpunkt geguckt und auf einmal war der vorne rechts mein Reifen im Gras und ja, konnte da nichts mehr machen, war Passagier. Er kommt mit der rechten Fahrzeugseite auf die weiße Linie, dann aufs Gras, dreht sich dann hilflos raus. Hat auf der nassen Wiese kaum eine Chance, wieder rauszukommen. So ist das entstanden. Hier war er ein bisschen früh, nicht am Scheitelpunkt. Und dann geht eben hier die Fahrbahn aus. Da rutscht er raus. Dann stirbt sogar auch der Motor noch ab. Und das komplette Starterfeld zieht am Luxemburger vorbei. Lauren Heinrich gegen Leon Köhler. Die beiden Teamkollegen auf den Plätzen 1 und 2. Mit Respektabstand dahinter Larry Tenforde. Der hat nicht wirklich eine Chance, aber Leon Köhler hat eine Chance, nach der Führung zu greifen. Das tut er auch auf der kürzeren Innenbahn. Ordentliche Traktion beim Rausbeschleunigen. Und so übernimmt er die Führung. Ja, er hat anfangs echt einen guten Speed gehabt, muss ich sagen. Dann habe ich so war ich so ein, zwei Runden hinter dem, habe geschaut, wo macht er die Tür auf, wo kann ich vielleicht reingehen. Und dann habe ich es auch schnellstmöglich versucht, weil ich wusste, dass meine Reifen jetzt langsam da sind und dass ich dann vorne wegfahren kann. Die Tür ist tatsächlich auf und da lässt sich Köhler nicht zweimal bitten. Das Überholmanöver hat eigentlich schon in der letzten Schikane angefangen. Da bin ich ein bisschen weit gegangen. Er hat die engere Linie gewählt, weil im Regen gibt es ja mehrere Linien. Und er hatte dann im Endeffekt einen besseren Ausgang und konnte sich dann vorbeibremsen. Aber nichtsdestotrotz ganz, ganz starke Vorstellung auf Platz 2, der allerdings dann in Gefahr gerät, weil er sich hier vertut beim Anbremsen am Ende der Start- und Zielgeraden. Auch da wieder nach außen rutscht und da geht dann Larry Tenforde vorbei und übernimmt so die zweite Position. Aus der Sicht der Onboard von Tenforde, da steht das Auto von Heinrich quer. Er muss einen weiten Bogen gehen, Larry Tenforde auf der Ideallinie innen durch und damit hat er Rang 2 übernommen. Und das ist natürlich nach dem jetzigen Stand der Dinge die Meisterschaftsführung für ihn, während sich da hinten nochmal ein Kontrahent rausdreht. Das ist die Meisterschaftsführung für Larry Tenforde gegen Dylan Pereira. Der war das nämlich wohl und muss hier durch den Notausgang hindurch, wie vorhin Diego Bertonelli. Ein rabenschwarzes Wochenende für den Ferch-Piloten hier, der zuletzt so stark war auf dem Red Bull Ring und hier gewaltig an Boden verliert auf Larry Tenforde. Im Übrigen auch sein Teamkollege Julian Hanses. Auch der rutscht weit nach außen raus. Fährt hier vor Joey Mawson und vor Jukka Honkavuori. Und dann kommt gleich das nächste Fehlerchen. Dann geht es nämlich hier auf der linken Seite raus ins Kiesbett. Und auch da rinnen zwei Hände voll Plätze. Eben durch die Hände von Julian Hanses. Selbst Pereira geht wieder vorbei.
hat zumindest noch ein paar Punkte mehr gewonnen. Die Onboard-Kamera von Hockavuri zu spät auf der Bremse. Und ehe Joey Mawson abräumt, entscheidet er sich lieber für den Notausgang. Steckt allerdings dann hilflos im Kiesbett, völlig klar, da kommt er nie wieder raus. Also Safety Car wird auf den Kurs gehen müssen. Genauso ist es auch. Und so ist das Ganze entstanden. Da ist er ein bisschen spät auf der Bremse. Und ehe er den Australier abräumt, entscheidet er sich für den fairen Weg, nämlich außen herum, und schmeißt sein eigenes Auto ins Kiesbett. Damit ist klar, der Taycan Turbo muss auf die Strecke, fängt das Feld wieder ein. Wir sind kurz vor der Zielflagge, also Frage ist, ob das Rennen überhaupt noch mal wieder freigegeben wird. Leon Köhler vorne, Dylan Pereira ganz weit hinten. Und Larry ten Forde, er hier mit der Onboard-Kamera. Nach dem jetzigen Stand der Dinge übernimmt er die Führung in der Meisterschaftstabelle. Safety Car schert aus, Rennen ist aber nicht mehr freigegeben. Geht gemäß Sportgesetz genau so zu Ende. Da fegen sie über dem Strich. Nach dem Drama vom Red Bull Ring, wo er von der Pole aus sein Auto abwürgte, dann einen Motorschaden hatte und am Ende wegen Untergewicht disqualifiziert wurde. Jetzt die Genugtuung für ihn und das gesamte Team von T3 ART Motorsport. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, weil ich habe keinen guten Start hingekriegt. Aber dann habe ich gesagt, Kopf zusammenbekommen und dann hat es auch geklappt. Und es lief wie am Schnürchen, erster Sieg, Wahnsinn. Also kann ich mir gar nicht richtig glauben. Wer holt die 1 in Oschers Leben? Wer fährt die letzten Titel im Porsche Carrera Cup 2020 ein? Die Antwort gibt's morgen hier bei uns. Das Rennen live ab 11.35 Uhr auf Sport1 Plus und im Stream auf sport1.de.